Hallo Leute, hier ist Jaffar von TeamBubbleT und wieder mit einem weiteren Shaddoll-Deck-Profile. Aber ein etwas kreativeres Shaddoll, also ein bisschen anders als mein Deck. Aber der Sinn des Decks ist wahrscheinlich gleich. Gut, schauen wir mal. Zwei Igel. Ah, Blödsinn. Zwei Falken. So, jetzt zwei Igel. Zweimal kann ich nicht aussprechen. Dreimal Skamata. Ich genauso. Beast, ein Dragon. Shaddoll-Liner. Dann dreimal Light, einmal Dark. So ist besser als 2-2. Dann Triple Gandalf. Gandalf. Dreimal Autowin. Das ist ziemlich gut. Im Ende gesellt, Servus. Er nimmt auf, du Holz. Siehst du das? Ja, was schon. Triple Dane. Dann zweimal Dane. Die sind ziemlich gut im Ende, oder? Also, es sind oft Auto-Win, wenn der Gegner halt nichts hat, ist es bis halt ziemlich gute Position zu ihnen, vor allem mit Schutz, gell? Das Spiel, das Deck spielt ja nicht viel Schutz, aber trotzdem eine gute Karte. Zwei Chaos Server, ein Valley für die Chaos Engine. Sieht schon viel aus. Ha? Sieht schon viel aus. Was meinst du viel? Zwei Finn, drei Majestic, zwei Chaos. Ja, das geht schon, das läuft. Schon Big Boss. Läuft, das Deck läuft. Mehr muss es ja nicht. Triple, eine Fusion, Triple, zweite Fusion. Die Karte ist broken, dreimal Stormfall. Und da wir jetzt im neuen Format sind, Snatch, Steel. Kommt Stammstall gut? Ja, beste Karte. Beste Karte. Mach einfach BLS Snapstall. Easy. Deine Lure und Double MST. Für Zauber. Wieso 2 MST? Wieso 2 MST? Achso, es ist halt schlecht gegen Shadowrugs. Ich finde es ja auch nicht, ich würde auch nicht wirklich Flash spielen. Wirklich. Und zwei Traps, Compuls und Core. Mit Core kann man ziemlich lustige Plays machen. Why not Emptiness? Why not? Ja, das. Hast du nicht gesehen, dass das Ding spielt man? Drei Dings? Ich spiele die, wenn ich die finde. Das ist nur gut. So, dann extra. In verschiedenen Höhen natürlich, weil wir ein bisschen farbenfroh sind. Triple Construct. Regenbogen. Einmal Winder, einmal Dinger. Gibt es nicht noch einen? Wieso ist du nur ein Schicken Lager? Ja, brauchst du nicht mehr. Eigentlich nie die zweite. Zweiter kannst du auch mal. Ja, eventuell okay. Plus minus. Okay. Fünfer. Einmal Amadeus, Amadeus. Amadeus. Ja, whatever. Dann der Typ. Der ist ziemlich gut. Nazi. Arcanid. PLC. Hast du schon mal gebraucht? Ja, die ganze Zeit. Okay. Mit Chaos oder so. Okay, jetzt ist schon ziemlich krass im Moment draußen. Und ein Leo. Exit, Exciten, Binder und okay. Also, Exit sieht schon stabil aus. Pretty simple. Okay, Sideboard. So now, Sideboard. Triple, beste Karte. Triple Cold Wave. Beste die Karte ist so gut. Karte ist so gut. Gegen was musst du gegen Burning Abyss haben? Das und Winder und das gewonnen? Ziemlich nice, oder? Okay. Ziemlich nice. Deck was like a winner, Auto-Win. Dann Triple Maxi gegen Burning Abyss etc. Dritte MST. Andrew geht im Side, wieso im Side? Wolltest du nur gegen Clifford? Es ist nur wirklich. Der Clifford bringt dir nicht wirklich. Es ist randomly Rogue, das war ja. Rogue ist okay. Weil ich finde es eigentlich nicht gut, wirklich. In die Mitte rechts lassen. Mind Control? Mhm. Das ist mir Triple Vanities und Triple Fingers. Clifford. Ja, ein etwas anderes Shadow. Macht aber Spaß, ist gut so, weil. Nur was Kreatives. Nicht so wie immer Standard. Ja, die Engine ist halt ziemlich cool. Und ich würde das sogar vielleicht eventuell auf einen großen Event spielen, weil das überrascht die meisten Leute. Weil. Macht das direkt stabiler, wenn man so spielt? Nein, in Mailand. Ja? In Mailand hat ja auch Stefan Main gespielt. 3 Deku, 2 Majestic. Ich weiß nicht. Habe die Deckliste auch nachgemacht. Ich weiß nicht, ob ich Deck und das spielen würde. Also in einem aber ich habe die Deckliste probiert, es war richtig gut. Ich habe halt nur gegen Burning Abyss Luck verloren. Oh, okay. Ihr wisst, wie ihr seid. Okay, Leute. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und schreibt das nächste in die Kommentare, was ihr als nächstes Deck haben wollt. Kann auch irgendein scheiß Random Deck sein, ist wurscht. Ja, das war's. Ciao, ciao.